herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, wir stehen hier tatsächlich nicht bei mir zu Hause, nicht im Urlaub, sondern, wie man stark erkennen kann, im Pferdestall. Und zwar steht mein Pferd nicht in einer normalen Box, sondern im Aktivstall. Den werde ich euch gleich ein bisschen näher zeigen können. Ich stehe hier auch schon mit Sack und Pack bereit, denn es ist leider immer so, dass wenn man in den Stall fährt, dass man nicht nur die Aufgaben von seinem Pferd zu tun hat, sondern dass man auch Pferde umdecken darf. Dementsprechend starten wir damit direkt mal. Ja, es kommen hier viele Pferde auf einen zu. Genau, und decken mal ein Pferd von einer Freundin eben fix um, damit er sich hier nicht totschwitzt. So, hier stehen wir mit dem Guten. Das ist Duke. Das Pferd von meiner Freundin, also nicht meiner. Den decken wir jetzt erstmal hier aus. Und dann kriegt er seine andere Decke hier an, weil die ist echt zu warm hier. Obwohl es heute ein bisschen windig ist. 200 Gramm doch echt ein bisschen viel. Jetzt ist echt so ein richtiges Schaf. Das wäre eine ganz tolle Aufnahme. Wieder haben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben den Guten wieder eingefangen und jetzt decken wir den mal mit Schmackes eben ein. Haarenruck. Ja, der ist ein bisschen groß für mich hier, aber das macht ja gar nichts. So. Hallo. Sitzt wie angegossen fürs Pferd. So, ich wollte euch ja ein bisschen den Aktivstall zeigen. Und zwar haben wir einmal hier zur linken, ich weiß jetzt nicht, ob es im Video die rechte oder linke Seite mal ausgeschrieben wird, bei mir ist es auf jeden Fall die linke, haben wir einmal die Kraftfutterstation. Da können die Pferde dann den ganzen Tag reingehen, so wie das im Schimpf verspeichert ist, und sich halt ihr Kraftfutter ziehen. Dann im Weiteren haben wir hier, Jule schwenkt einmal rüber, haben wir überall so Spielbaumstämme, das finde ich richtig toll. Und später gehen die halt darüber auch dann zu den Weiden, sobald die geöffnet werden. Na, dann gehen wir mal weiter. Und hier seht ihr schon mein Zausel. Er sieht gerade so schlimm aus. Fast so schlimm wie ich. Nee, und das ist quasi die beheizte Tränke. Da kann die 24/7 natürlich dran, um halt Wasser zu schlürfen. Und wie ihr das sehen könnt, wir gehen gleich aber nochmal näher dran, haben die alle so ein Halsband oben. Da ist der Schirm befestigt. Das dient nicht zum Festhalten oder so, sondern einfach, damit die in die verschiedenen Bereiche können und halt eben das kriegen, was sie benötigen. So, hier sind wir auch angekommen bei meinem Wallach. Also das ist mein Wallach Lucky Luke. Der ist 7 Jahre alt. Stimmt aber nicht ganz, weil er wird am 10.05. tatsächlich schon 8. Und man sagt ja eigentlich immer, dass die am 1.01. dann schon 8 werden. Also er ist schon ein alter Bursche. Er ist tatsächlich ein Oldenburger. Das ist die Gemeinsamkeit, die wir haben. Weil wir sind beides Oldenburger. Deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Nein, Spaß, dem ist nicht so. Er hatte tatsächlich vorher nicht so ein gutes Leben. Und ich dachte mir so, ja, bevor er jetzt wieder weitergereicht wird, behalte ich den Guten einfach. Und seitdem ist er halt bei mir und das auch tatsächlich erst seit letztem Jahr. Und ja, wir versuchen das Beste rauszuholen und ich reite den sowohl im Springen als auch in der Dressur. Und falls ihr Lust habt, Trainingseinheiten oder Turniereinheiten mitzubekommen, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann gucken wir mal, was wir machen können. So, ich sag ja immer, Luki ist mein kleiner Hund und er ist wirklich eine treue Seele und läuft mir eigentlich im besten Teil immer hinterher. Wir gehen jetzt mal einmal gemeinsam zur Kraftfutterstation, damit Luki euch das mal zeigen kann, wie gut er das Ganze macht. Er geht da eigentlich von selbst super gut rein. Dann schließt sich irgendwann die Tür, sobald er mit dem Schiff vorne hingegangen ist. Zack. Und dann kommt das Kraftfutter da schon raus.
jetzt. Gut, dann zeige ich euch jetzt mal, wie schnell ich den Guten holen kann. Hier haben wir das Prachtexemplar. So. Ich bin heute ohne Pferd. Kommst du mal bitte? Hallo. Wir haben gleich kleine Startschwierigkeiten. Hier haben wir den Guten. Und jetzt gehen wir mal einmal gemeinsam zum Longierplatz. Und vorher ist mir natürlich wichtig, dass ich den Guten noch lange führe, dass er schön warm ist und sich dann auch dementsprechend nicht verletzen kann. So, wir sind auf jeden Fall hier auf unserem Dressurviereck angekommen und hier führe ich jetzt erstmal mit ihm ein bisschen, bevor ich dann rüber zum Longierzirkel gehe. Genau, und dann sage ich bis gleich. So, wir sind auf jeden Fall fertig. Genau, heute war nichts Wildes dran, sondern einfach so ein bisschen ganz lässig joggen mit dem Halfter. Genau, weil morgen haben wir auch wieder Dressurtraining und ich finde es ganz wichtig, dass er auch einmal in der Woche einfach so ein bisschen chillen kann und einmal einfach so Longe hat. Es hat ihm auch richtig viel Spaß gemacht. Manchmal nehmen wir noch die Dualgassen dazu. Schenker lacht da. Genau, haben wir heute aber auch nicht gemacht. Genau, und dementsprechend würde ich euch gleich nochmal zeigen, was er jetzt an Futter bekommt. Und dann sehen wir uns gleich im Stall wieder. So, meine Lieben, wir starten jetzt als nächstes mit dem Futter, was Luki bekommt. Und zwar kriegt er zusätzlich, damit er schon mal ein bisschen dicker wird, immer noch einmal so eine Schippe. So, und zwar bekommt er hier immer noch so zusätzlich eine halbe Schippe Müsli. Dann geht es weiter mit einer halben Schippe Reiskleie. So. Die kommt da auch einmal nochmal mit rein. Und was ich jetzt neu dazu genommen habe, ist tatsächlich Hafer, weil der so eine schöne schleimende Wirkung hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Mythos ist, dass jedes Pferd mit Hafer halt so mega abgehen soll. Dementsprechend testen wir das jetzt einfach mal. Und ich meine, in der Kraftfutterstation kriegt er halt auch immer Hafer. Nur dann kriegt er nochmal nach dem Reiten oder nach dem Training noch ein bisschen was von mir dazu. So, meine Lieben, da Luki hier immer noch nicht von mir weggeht und irgendwie ganz narrisch ist und irgendwie, ich habe noch eine Banane, aber ich habe nur noch die Schale, würde ich mich jetzt bei euch gemeinsam mit ihm verabschieden. Also erstmal vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Und ja, falls ihr noch weitere Videovorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich oder wir uns auch sehr freuen. Und dann sage ich bis nächste Woche.